Trico macht mir gerade deutlich, wo es lang geht. Eben nicht in diesen dunklen Raum, wo ich vermutet hatte, sondern hier hoch. Ja gut. Soll mir recht sein. Dann schauen wir uns eben da oben weiter um. So. Oh oh. Wir sind nicht allein. Greif sie an. Ich versuche sie abzulenken. Guck mal her, ihr Trottel. Ich kann zwar nicht viel machen, aber ich will zumindest verhindern, dass sie Trico mit ihren Schwertern und Speeren schlagen. Und dann darf ich das wieder rausziehen. Aber okay, da es eh nur zwei von diesen Flachzangen sind, ist das nun wirklich kein Hindernis gewesen. Trico hat es auch schon geregelt, aber wie immer rastet er komplett aus. Ich streiche ihn mal kurz. Komm runter, alles gut, alles gut. So, da lasse ich auch schon beruhigt. Okay. Und nun? Hast du wieder Hunger, oder was? Ich höre deinen Magen. Ja, er hat wieder Hunger. Mensch, was ist denn da los? Aber ich habe schon diese Möglichkeit gesehen, ihm was zu besorgen. Adunete Sese Biukuzi, Iwete Kasi, Tunek, Oratu, Ona Kiatu, Awesi. Kein Problem, das kriegen wir schon geregelt. Nur kann ich das fast unmöglich da durchwerfen. Ich glaube, ich muss mir erstmal so eine kleine Brücke bauen. Oder eine Ablage, besser gesagt, bestehend aus diesen Fässern. Was rede ich denn? Kisten? Da werfen wir dann das Fass drauf und das sollte dann funktionieren. Allerdings ist das echt richtig ekelhaft, das fortzubewegen. Ja, so in etwa. Aber reicht dann nicht auch eine Kiste schon aus? Wofür brauche ich denn die zweite bitte? Ist doch gar nicht notwendig. Ja. So ist es. Klar, mit der zweiten ist es sicherer, aber... Are you fucking serious? Das ist jetzt ein Witz. No! I can't believe it. Okay, nochmal. Ich will es mit einer Kiste schaffen. Aber ich sehe schon. Zwei ist klüger. Ja, komm. Bevor ich mich jetzt hier zu Tode ärgere, nehme ich halt noch die zweite dazu. Aber es ist theoretisch auch mit einer möglich. Musst halt nur extrem genau werfen. Und da ich schon in der Schule nie gut im Werfen war, akzeptiere ich diese Niederlage. Oh, wieso kannst du das Ding denn nicht einfach gerade nach vorne schieben? Alter. Dass die Steuerung selbst bei sowas zackt, ist einfach nur furchtbar. Das gibt's doch nicht. Wieso drehst du das Ding? Ja, ja, so will ich das haben. So. Es ist doch nicht schwierig. Nein, nicht hoch. Ich glaube, dieses Spiel hat die schlechteste Steuerung, die ich jemals in einem Spiel gesehen habe. Muss man leider so sagen. Aber wenn man sich so die Kritiken anschaut, dann bin ich mit der Meinung nicht alleine. Er kriegt das nicht gerade hin. Alter. Please. Ja, 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 ja. Ja, genau so. Okay, gut, es ist nicht 100% gerade, aber es erfüllt seinen Zweck. Wehe, wenn das jetzt wieder nicht funktioniert. Nein, nein, nein! Wer hat sich denn so ein Rätsel ausgedacht? Voll unnötig. Holy shit.
Jetzt ist es wieder aufgesprungen. Habt ihr es gesehen? Es ist wieder aufgesprungen. Ja, nimm's halt! Nehmen! Nehmen! Der will mich verarschen. Der hat's doch gerade mit seinem Fuß runtergestoßen. Sag mal, was ist denn hier eigentlich los? Das ist die Hölle. Wir sind in der Hölle angekommen, Leute. Hier, es liegt doch perfekt. Nimm es jetzt bitte, bitte in die Hand und nicht wieder mit dem Fuß runterschmeißen. Danke. Ja! Applaus. Hier, Trico, friss. Dann können wir weiter. Oh, voll gegens Auge. Tut mir leid. Ja, bitte. Jetzt schmoll nicht. Komm. Das war ein richtig krasser Aufwand gerade. Ist. Man muss alles essen. Das Fleisch, das Brokkoli. Hm? Ja. Und nun nix wie weiter. Wo geht's eigentlich weiter? Was ist denn los? Beruhig dich mal. Komm, wir schauen uns mal da drüben um. Ich habe so das Gefühl, wir müssen durchs Fenster raus. Oder ich zumindest. Ich passe da durch. Komm hierher. Er wird irgendwie immer wilder. Ich weiß nicht, ob er gerade in die Pubertät kommt, aber... Gefällt mir nicht sein Verhalten. Ach so, ich kann auch einfach da runter. Hier. Auf den Balkon. Obwohl, ich weiß nicht, ob mir das was bringt. Hier komme ich auch nicht durch. Was ist mit dem Fenster da oben? Ja, es muss ja irgendwas an einer erhöhten Stelle sein. Sonst hätten wir ja theoretisch auch einfach ohne Trico weitergehen können. Das wird schon das Fenster da sein. Streck dich bitte. Ich muss da hoch, glaube ich. Weiter nach links. Trico, please. Jo. Jetzt hat er es gesehen. Und strecken. Noch ein bisschen. Kannst du das bitte machen? Das ist kein Strecken. Wow! Hier habe ich wohl keinen Balkon zur Verfügung. Das wär's gewesen, oder? Direkt in den Tod gesprungen. Nur weil mich Trico so aufregt. Ich hasse solche Stellen, wo man einfach auf ihn angewiesen ist und dann eine halbe Stunde warten muss, bis er das tut, was man von ihm verlangt. Okay, jetzt komme ich zwar hier weiter, aber... Was soll er denn jetzt machen? Ach so, Moment. Ich glaube, ich muss die Tür für ihn öffnen. In dem Gang unter mir.
Ja. Hm. Okay, wollen wir mal hoffen, dass es da keine Komplikationen gibt? Ja, nicht zu weit springen, Alter. So, jetzt holen wir ihn. Oh, doch, es gibt Komplikationen. Oh, und zwar nicht. Nur eine. Hier gibt es Wächter. Und der Boden ist, nun ja, in die Jahre gekommen. Sag ich mal so. Schnell, wach auf. Nein. Lass mich los. Ja, nee. Jetzt auf einmal kann Fico das Ding von alleine aufmachen. Warum denn nicht gleich so? Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Andererseits, wegen ihm bricht jetzt alles ein. Ja, wird wohl das Beste sein. Ich hoffe, Fico kommt zurecht. Ich muss mich jetzt aber tatsächlich erstmal um mich selbst kümmern. Oh fuck, oh fuck. Spring! Nein! Es bricht ein! Oh, da ist er zur Stelle. Aber wie zum Geier ist er denn jetzt bitteschön so schnell aufs Dach gekommen? Wie dem auch sei. Danke. Ah! Alter. Du bist mal einer, hey. Spinner. Und wieder haben wir alles zerstört. Müssen wir da lang? Nein? Doch? Ich weiß es nicht. Dieser Felsvorsprung da sieht halt so aus, als könnte er da hinspringen. Weil alles andere ist zu weit weg. Ja! Okay. Hui! Und nochmal. Und jetzt darüber. Das nächste Gebäude will zerstört werden. Ja, ich bleib mal auf ihm drauf. Was haben wir denn hier? Gibt auf jeden Fall zwei Wege. Wir nehmen gleich mal den oberen. Der müsste ja normalerweise der richtige sein. Weil er schwieriger zu erreichen ist. Aber ich sehe gerade, die Tür ist abgeschlossen. Kannst du die nicht nochmal aufreißen mit deinem Kopfstoß, so wie gerade eben? Nein? Okay, dann schaue ich mal, was ich da unten erreichen kann. Oder gibt's noch eine Etage? Nö. Irgendwie nicht. Autsch. Ach, da können wir tatsächlich rein. Okay. Aber ich glaube, die obere Etage ist auch nicht nur zur Deko da. Oh, verdammt. Das habe ich jetzt zu spät gesehen. Da sind Gegner. Trico, Hilfe! Boah, fuck. Das ist ein Kolosseum oder sowas. Jetzt bin ich aber voll am Arsch. Trico ist nicht da. Oh, nein. Er kommt nicht. Kann ich da hoch? Oh, ja. Dann los, 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 los. Wir müssen Trico holen. Holy shit. Wo bleibt er denn? Wie oft soll ich ihn dir noch rufen? Wirst du wohl da runterkommen jetzt? I need your help. Sieh mal. Da sind ein Haufen von Soldaten. Aber ich muss erstmal den mit dem Schutzschild besiegen, ne? Sonst traut er sich nicht. Vielleicht ist er deswegen auch nicht gekommen. So, her mit dem Scheiß da. Nein! Nein! Lass mich los!
Oh, jetzt nimmt er sich den Speer. Also, sie haben genügend Optionen. So viel steht fest. Jetzt schmeiß es weg, schmeiß es weg! Ja! Okay, es ist kaputt, es ist kaputt. Gibt's noch so einen Typen? Ich glaube nicht, ich glaube nicht. Oh yeah, danke. Der Punch war wichtig. Lass den Speer fallen, du Spaten. Vollidiot. Greif an, Trico. Yeah. Und noch der Lackaffe da. Der hat schon Schiss. Ins Face. Und KO. Geilo. Sind wir alle los? Boah, hier den zerfetzt. Ich glaube, das war alles, ja. Oh nein, Trico hat wieder einen Aua. Lass mich hoch. Ich will dir nur helfen. Streicheln, streicheln, streicheln. Ist doch gut. Hast du doch schön gemacht, aber sie sind tot. Reg dich nicht auf. Komm, ich mach dich sauber. Okay. Jetzt lass mal sehen. Wo geht's weiter? Was war das? Was hast du gemacht? Was ist das da? Ich habe zwar keine Ahnung, was das ist, aber mach das nochmal. Du kannst damit anscheinend die Gitterstäbe nach oben fahren lassen. Ja, mach's nochmal! Ja, warte, ich gehe runter von dir. Mit den Händen. Ja, cool. Wie er kurbelt. Als ob. Geil. Schauen wir mal, was sich in den einzelnen Kammern befindet. Vielleicht ist auch irgendwo ein Fass für dich. Könnte ich mir jedenfalls ganz gut vorstellen. Hast du was gefunden? Oh ja. Was ist das? So eine Stütze für die Kanonen? Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Aber ich glaube, da kann man Kanonen draufstellen und dann sind sie halt mobil. Wir haben aber keine Kanone. Zumindest noch nicht. Nee, das war alles. Es gibt keine weitere Kammer mehr. Habe ich was übersehen oder so? Nee. In den anderen Kammern war auch so ein Ding, allerdings sind sie zerstört. Kein Fass, kein Nichts. Was soll ich denn jetzt damit anfangen? Sollen wir irgendwas zerstören? Trico, hast du eine Ahnung? Ich weiß schon, was gewollt ist. Alter, wir müssen uns, glaube ich, da hochschleudern lassen. Das ist so ein Teufel. Ja gut, okay. Dann probiere ich es mal aus. Aber was anderes macht keinen Sinn. Das ist der einzige Weg. Warte. Dann muss Trico aber hier auf die Seite. Komm mal hierher, bitte. Komm her! Ja? Ich stelle mich da jetzt drauf.
Und wie zum Geier gebe ich ihm jetzt bitte den Befehl, dass er da draufhauen soll? Wie gebe ich ihm den Befehl? Er wackelt nur mit den Ohren. Du sollst deine Pfote draufhauen. Mit voller Wucht, bitte. Ach so, ah, hier. Viereck. Oder? Trico, warum schaust du nur so blöd? Hau da drauf! Vielleicht will er ja nicht, weil da diverse Speere in ihm stecken. Das habe ich jetzt nicht gesehen, weil das da auf der anderen Seite war. Auf jeden Fall hat er alle meine Befehle ignoriert. Und stand wie versteinert da. Ich erhoffe mir jetzt etwas mehr Zusammenarbeit. Hier, du sollst nämlich da draufhauen. Ich glaube im Übrigen, X ist der richtige Befehl. Also, R1 und X. Eventuell stehe ich auch einfach auf der falschen Seite. Das kann natürlich auch sein. Ja! Ja, nee, mit etwas mehr Wucht. Ja! Ja, er hat's kapiert, endlich. Oh, yes. Damn, war das eine schwere Geburt. War das eine schwere Geburt. So. Aber wir sind oben. Und die Tür öffnet sich. Durch die Trico nun auch hier reinkommen kann. Und eine weitere öffnet sich. Okay. Und sogar noch eine dritte. Ja, weiß ich ja gar nicht, was wohin führt. Aber... schau mich gleich mal um. Ich rufe ihn mal, aber ich glaube, ich muss ihm den Weg zeigen, ne? Von alleine checkt er das mal wieder nicht. Achso, warte. Das ist, glaube ich, das Tor, von dem wir gekommen sind und dann nicht weiterkamen, oder? Also, wo wir den unteren Weg dann genommen haben. Ich schau mal schnell. Oh, ist das hell hier. Ist das hell hier. Ne, das ist auf jeden Fall der falsche Balkon. Aha, da geht's weiter. Okay. Und hier? Von hier sind wir gekommen. Ja, komm hoch. Hier bin ich. Trico. Komm hoch. Jump! Let's go! Ja! Wunderbar! Also da links ist eine Sackgasse, denke ich. Zumindest fürs Erste. Da kommen wir... Achso, ja, da kommen wir sowieso nicht weiter. Ich meine, da vorne ist eine Sackgasse. Da. Aber wir können hier lang. Das wollen wir doch auch gleich mal ausprobieren, oder? Vielleicht kommen wir von hier aus aufs Dach. Oh, schöner Wasserfall. Wait, da ist eine Höhle. Ah. Und jetzt sind wir hinter dem Gitter. Alles klar. Na, dann geht's in die Höhle, ganz offensichtlich. Trico, darf ich bitten? Ja, bitte. Ja, komm hier. Aber schnell.
Du musst uns zur Höhle bringen. Schaffst du das? Da gibt's dann auch was zum Trinken. Ist doch klasse, oder? Also, let's go. Sag nicht, du brauchst es wieder 5 Stunden, um zu kapieren, dass du da hoch musst. Ah, jetzt. Sehr gut. Na, das sieht doch schön aus. Ich freue mich auf das, was mich hier drin erwarten wird. Und noch mehr würde es mich freuen, wenn ihr dran bleibt bei Let's Play The Last Guardian. Ach, sieh mal an, da gibt es ja sogar noch ein kleines Geschenk für dich. Bis zum nächsten Part wird Rico das hoffentlich aufgegessen haben. Und dann sehen wir uns bald wieder. Bis dahin. Und ciao.